Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu 7 Days to Die. Wir nehmen noch ein paar Steine mit. Warte, haben wir genug? Moment. Steine. Wir haben Iron Fragments, die wir mal scrappen können. Da haben wir wieder ein bisschen Platz. 95 Steine, ja, das ist okay. Dann können wir auch noch ein paar Federn. Nein. Ein paar Federn machen. Na, jetzt hör doch auf damit. Ich will Federn. 13 Stück ist okay. So, dann sammeln wir noch Yucca, dann gehen wir zurück langsam. Mal sehen. Ich werde gleich mal schauen, wie viel Yucca wir dann haben gleich. Das will ich jetzt nicht, ist egal. Hier noch Yucca, hier noch ein bisschen Müll durchsuchen. Nichts da. Na. Oh, neues Level, jawohl. Jawohl. So. Da ist noch ein Nest. Da ist noch ein Nest. Ah, toll. Da ist noch Yucca. Yucca. Oh. Lecky Leck. Was war jetzt aber ein Monster-Leck? Was war denn das jetzt? Das war jetzt frech. So, wir schauen mal. Yucca. Yucca-Juice. Wie viel können wir machen? 6 Stück. Ja. Was fehlt uns dann noch? Yucca wahrscheinlich, ne? Ja. Wir haben kein Yucca. Aber ich glaube, das reicht uns erstmal im Großen und Ganzen. Wir nehmen jetzt noch mit, was wir haben. Wir gehen dann in diese Richtung. Erstmal nach Hause. Werden in dem anderen Haus die Forge aufbauen. Die Forge aufbauen? Ja, das ist, glaube ich, was ich möchte. Achtmal trinken sollte jetzt auch mal reichen. Die Forge und dann noch ein Campfire da reinhauen. Dann Sachen braten. Wir nehmen auch noch ein bisschen Schluck, würde ich sagen, hier. Ich hoffe, hier ist jetzt nicht gerade irgendwo Party bei denen oder so, dass wir die gerade stören. Hallo. Oh, wir haben eine Party, dann müssen wir mitnehmen. Die ist besser, ne, die ist schlechter wie unsere Keule. Aber ich höre was, ich muss weg. Na, das war... Ja, wir können ja zurückkommen. Ist ja nicht so, dass wir hier nie wieder hinkommen. Aber trotzdem, dass wir kein Wasser finden, das macht mich ein bisschen fertig. Dass wir uns wirklich von Yucca-Saft hier ernähren müssen, das ist unschön. Wirklich unschön, Freunde. Aber es geht nicht anders jetzt. Müssen wir durch. So, es ist 17 Uhr, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe aber noch nichts gemacht, um uns irgendwie zu schützen. Was jetzt auch nicht. Ist da eine Höhle? Ne. Sieht nur so aus. Oder doch? Doch, da ist eine Höhle. Super. Aber da gehe ich jetzt mit Sicherheit noch nicht rein, Leute. Das könnt ihr mal vergessen. Da muss ich ein bisschen besser ausgerüstet sein. So. So, ist das unser Haus? Ne, das ist das zweite, ne? War das nicht so? Moment. Wo bin ich denn? Ich laufe jetzt erstmal zu unserem Haus. Aber ich glaube, das war das zweite. Da, wo ich dann die Fortune Campfire noch einstellen wollte. Aber das können wir doch auch... Warte mal. Wir schauen mal. Ist nicht weit weg. Das ist ein... Ja, da vorne ist unseres, genau. Machen wir das mal. Das machen wir jetzt mal ganz geschwind, Leute. Wir haben keine Ausdauer, nichts mehr. So, dann werden wir hier... Ich glaube, die Idee ist nämlich gar nicht blöd, wenn wir das so machen. Wo ist unsere Forge? Da. Ich habe jetzt schon gedacht, wir haben sie verloren. Das wäre jetzt ganz böse, Leute. So, hier. Dann brauchen wir ein Campfire. Campfire. In die Forge. Und was können wir da machen? Da brauchen wir jetzt... Achso, wir haben kein... Ja, wir müssen noch Holz holen. Auf jeden Fall, da holen wir jetzt Holz rein. Warum können wir das nicht? Wir haben doch Clay. Warum können wir hier jetzt nichts machen, Freunde? Kann mir das jetzt einer sagen? Ach, da wäre sogar ein Campfire gewesen. Egal, hauen wir da noch eins hin.
Wieso können wir hier jetzt nichts machen? Ach so, wir müssen das hier reinhauen vielleicht. Und das hier reinhauen. Wir können nichts machen. Leute, warum? Warum kann ich das jetzt nicht schmelzen? Lambus Clay. Da brauchen wir nur Clay. Warum geht das nicht? Ist mein Spiel verbuggt? Das wäre jetzt natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich gehe jetzt mal weiter. Halt mal. Ich habe hier noch ein Campfire, wo ich noch das hier reinmachen wollte. Ich habe hier noch... Nein, nicht M. Ich wollte M drücken. Hier machen wir noch einen Save Point. Und sagen hier... Forge. Dann wissen wir das. Dann gehen wir erstmal raus. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Das, warum das jetzt so ist, wie es ist. Wieso geht das nicht? Das müsste doch funktionieren. Wir haben Clay. Wir haben Eisen. Liegt jetzt alles da drin. Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich, Freunde. Ist das vielleicht, weil mein Spielstand jetzt auf der 3.4 nicht mehr so richtig funktioniert? Oder habe ich was total verpeilt? Das würde mich jetzt mal interessieren, Freunde. Das schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich mache jetzt die Folge noch fertig. Und warte dann auf eure Kommentare, würde ich einfach mal sagen. Was ihr mir sagt, was ich wieder verpeilt habe. Wird wahrscheinlich wieder einiges sein. Aber gut. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Das ist gerade ein bisschen blöd, wie das gelaufen ist. Ich dachte, wir haben jetzt alles, dass wir jetzt anfangen können zu schmelzen, dass ich mir einen Grill machen kann, früher und später auch gescheite Äxte und Pickaxe und so. Gut, Pickaxe haben wir, aber die ist fast kaputt. Ich hau jetzt den Baum auf jeden Fall um, dass wir einiges im Holz haben. Dass ich uns ein bisschen schützen kann dann. In der Nacht oder mich. Ich werde es ja wieder nicht aufnehmen, nur wenn was passiert, ganz klar. Das ist jetzt echt ärgerlich, Leute. Ich bin gerade auch ein bisschen überfragt. Habe ich was verpasst? Geht das jetzt anders? Es hat doch einfach nur Clay gebraucht und Ding. Warum brennt da kein Clay? Construction Level. Oh, halt, hier lang wollen wir. Da mache ich auch noch einen Schlafsack rein, weil wenn, dann will ich eigentlich da spawnen. Oder in der Nähe von hier eigentlich. Ich könnte ein paar... Ich könnte den Baum auch noch mitmachen. Das ist eh so groß. Zu groß für uns. Ja, wir haben keine Ausdauer. Wir gehen erstmal rein. Haben wir einmal ein bisschen besser geschützt, das ist gut. Dann gehen wir mal da hinten hin, da ist auch ziemlich alles am Arsch. Kann ich das aufwerten? Gut, da brauchen wir Scrap Metal, haben wir nicht. Ist okay. Wir können das ganze Haus so machen. Wollen wir das? Ich weiß es noch nicht. Ich will das Haus auf jeden Fall sicherer machen. Das weiß ich nicht. Moment mal, ich kann ja mal testen. Wenn ich da drauf hau, 500. Okay. Sollten zumindest die unteren zwei Reihen vielleicht ein bisschen verbessern. Wäre zumindest mal eine Möglichkeit. Wir brauchen dann natürlich einiges an Holz. Aber ist egal. Wir wollen in der Nacht sicher sein. Zumindest sicherer wie letzte Nacht. Das war nämlich sehr, sehr unschön, was da passiert ist. Wenn man die draußen laufen hört und so und gegen Wände hauen hört.
Hat mir nicht gefallen. So, wir machen das bisschen sicherer hier. Jetzt mach schon. Sollten eigentlich nochmal Holz schlagen gehen, ne? Brauchen nämlich ziemlich viel hier. Ja, wir leveln jetzt natürlich, aber sollten das wahrscheinlich auch von draußen machen, wäre wahrscheinlich besser. Weil von hier drin kommen wir eh nicht überall ran. Das mit der Forge ärgert mich jetzt, Freunde. Was ist da passiert? Warum geht das nicht? Was habe ich falsch gemacht? Das leveln wir jetzt aber ziemlich schnell, ne, wenn wir hier aufwerten. Was gut ist. Ach Gott, ich habe ja noch Fleisch in der Tasche. Das sollte ich vielleicht mal wegpacken. Geht ja zum Glück nicht kaputt hier. Bis jetzt. Wird wahrscheinlich auch noch kommen. Ich wollte eigentlich das hier aufwerten. Hallo. Na, dann setzen wir hier einen Frame rein. Halten das FRR. Wood Frame. Machen wir erstmal nur einer. Dauert eh lange genug. Und über kurz oder lang müssen wir eine Mauer ziehen, wo wir da dann um unser wunderschönes Grundstück hier setzen. Wir haben kein Holz mehr, das ist natürlich sehr ungünstig. Wir sollten schnell raus und noch ein bisschen Holz besorgen. Das seht ihr, das geht ziemlich schnell, sowas weg. Da denkt man, man hat gut Holz und dann, ja, auf einmal doch nicht. So, es ist 20.26 Uhr. Spätestens 21 Uhr bin ich da drin. Und hoffe einfach. Und hoffe, dass es gut geht die Nacht. Ja, genau. Jetzt geht uns auch noch sowas kaputt. Das ist... Oh. Wir haben aber echt ziemlich coolen Scheiß. Wir haben einen besseren Bohrer noch gefunden. Wir haben eine Kettensäge... Blatt gefunden. So geht es uns eigentlich gut. Aber Essen, Trinken, vor allem im Wasserloch, ist blöd. Wir sind hier nicht richtig geschützt im Haus noch, aber es ist schon mal besser wie das letzte, denke ich mal, wo wir die letzte Nacht verbracht haben. Trotzdem fühle ich mich nicht wohl, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich nicht sicher noch. Und das mit der Forge geht mir ganz schön auf die Nerven. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Deswegen werde ich auch nach dieser Folge erstmal eine Pause machen. Ihr schreibt mir das hoffentlich in die Kommentare, wie das geht. Das wäre sehr, sehr gut und freundlich von euch. Sonst verzweifle ich daran wahrscheinlich. Könnte passieren. Naja. Dum, dum, dum. Wir hauen auf einen Baum. Gut, aber den schaffen wir noch und dann gehen wir rein. Dann gehen wir definitiv rein. Ich hoffe, dass keine Zombies hier in der Nähe sind. Das wäre sehr wünschenswert. So, gleich haben wir den ab. So, Schlag noch. Jawohl. Ja, mehr schützen können wir jetzt leider nicht. Ich möchte eigentlich nämlich jetzt hochgehen, dann langsam. Hier noch ein bisschen. Da stehen ja Sachen davor. Das ist jetzt nicht so. Ja. Komm, das Ding noch. Und dann gehen wir jetzt nach oben. Schützen hier noch ein bisschen. Zumindest mal so. Oh Gott, da ist ja gar nichts drin. Naja, okay. Gut, wir haben wieder ein Level. So hier. Boden ist... Jawohl, wenn sie unten sind, dann sehen sie uns vielleicht. Das ist auch gut. Sind noch Löcher? Das sind noch überall Löcher. Na gut, wir müssen es halt wo verstecken, wo keine Löcher sind, Freunde. Oh, die Tür sollten wir vielleicht eventuell reparieren. So, Löcher zumachen. Ich gehe schon mal in die Hocke. Überall, ey, das Haus ist ja baufällig. Was habe ich mir da ausgesucht? War vielleicht doch nicht die glücklichste Entscheidung, hier hinzugehen, oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Na gut, da kriegen wir doch noch. Da haben wir schon. Ist okay.
Ich möchte das zumindest einigermaßen blickdicht haben hier vor Zombies. Dass die nicht gucken, da gibt's leckeres Fleisch, da gehen wir gleich mal hin. Da steht gar nichts, das ist uncool. Ja, so einigermaßen, ne? Wo können wir uns verstecken? Hier wahrscheinlich, ne? Hier ist, glaube ich, ganz gut, uns zu verstecken. Obwohl auch nicht. Machen noch mal ein Frame oder ein paar Frames. Was kostet uns das? 10. Machen wir mal, keine Ahnung, 6 Stück erstmal. Versuchen das hier ein bisschen dichter noch zu bekommen. Da sind ja auch noch Löcher. Das sind überall Löcher, Freunde. Das habe ich mir hier bloß ausgesucht, Freunde. So. Geht schon drauf, jawohl. Dann machen wir uns hier mal einen rein. Hallo, setzt du denn? Geht nicht, warum? Wegen dem Spinnenweben oder was? Okay, jetzt geht's. Gut. Spinnenweben stören auch, okay. Wusste ich auch noch nicht. So, wir gehen jetzt nochmal hier rüber. Schauen, dass wir hier noch ein bisschen zukriegen. Na, na, komm schon. Geht dahin, wo ich will. Geht nicht. Geht nicht. Achso. Das sind noch Sachen. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier... Moment. So, jetzt sind wir zumindest einigermaßen blickgeschützt, würde ich sagen, oder? Ja, da oben noch. Ich glaube, das ist okay erstmal. So, haben wir noch. Wir haben sogar noch eine kleine Kerze hier. Die setzen wir hier hin. Machen wir es uns romantisch. Und dann sehe ich da noch was, was mir nicht gefällt. Moment. Moment, Leute. Können uns hier auch noch eine Fackel machen. Da komme ich hin, jawohl. So, jetzt aber, oder? Jetzt haben wir es relativ gut da oben. Das ist mir jetzt aber gerade egal. Dann können wir uns hier drin verstecken. Für die Nacht. Ich könnte noch eine Torch machen. So, eine Torch vielleicht noch. Bisschen heller und freundlicher hier wird. Wo ist die jetzt hin? Bin ich denn blind? Wahrscheinlich, ne? Wo ist denn die Torch jetzt hin? Ich mach jetzt noch eine. Ach, da ist sie doch. Wir haben ja schon eine gehabt. Dadam. Können wir ja hier mal eine hinhängen. Obwohl, ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch vielleicht Zombies anlockt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Du gehst mal nach unten und wir machen hier so eine kleine Barrikade vielleicht noch. Ich wollte eigentlich schon lange mit der Folge durch sein oder beenden wollte ich die Folge schon eine Weile, aber irgendwie ist mir der Schutz dann jetzt doch wichtiger, Leute. Ein bisschen was hier schützen noch, so vielleicht. Ich glaube, so ist das okay. Gut, dann bauen wir jetzt noch. Mir fallen immer mehr Sachen ein. Ich werde nicht fertig hier mit der Folge. So, ja. Jetzt haben wir aber auch kein Holz mehr. Jetzt ist eh fertig. Also, viel machen können wir jetzt nicht mehr. Das hat sich aber auch geändert. Die haben mehr Platz. Was gut ist. Oder ja, manche meinen vielleicht, ist nicht gut. Oder ist zu viel Platz jetzt. Ich finde, hä? So. Ich finde das ganz gut eigentlich. Da tun wir jetzt die wichtigen Sachen hier rein. Ja, das kann auch mal hier rein. Yucca können wir noch einmal machen. Gunpowder. Die Waffe. Die Waffenparts. Ich muss das dann alles zusammensuchen und mal ordentlich machen, Freunde. Die Knochen können da rein. Die richtig guten Pfeile können erstmal da rein. Ja. Ich denke, das ist okay. Erstmal hier das Blatt Papier. Ich brauche es momentan echt nicht, aber gut, wir haben es. Gut, Freunde, jetzt haben wir 23 Uhr.
Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal drauf warten, was ihr mir schreibt, was ich falsch gemacht habe bei der Forge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.